Hallöchen, herzlich willkommen zur 50. Folge von Hard Economic Don hier im American Truck Simulator mit den Hard Economic Mod vom Herrn Klaas. Ja, ihr seht schon im linken Außenspiegel, wir haben ja noch die Fracht von der letzten Folge hinten dran hängen. Autos sind das vier Pickups haben wir auf unserem Trailer. Wenn ihr mal ganz kurz die Ladepapiere einblenden, damit ihr nochmal einen Überblick habt, worum es überhaupt geht. Wir haben in LA geladen 20.500 Pounds von Autos. Ich schiele mal hier rüber auf meinem Zettel. Das sind etwas mehr wie 9,5 Tonnen. Die gilt es nach Oakland, zu Oakland Shippers zu transportieren. Immer dunkler hier und ich fahre ohne Licht. Und ja, ihr seht auch schon nächste Pause ganz unten in 2 Stunden 44 gleich. Und wir werden auf jeden Fall noch Päuschen einlegen müssen. Das werden wir nicht schaffen von der Fahrzeit her bis dahin. Blenden wir erstmal das ganze Gedöns wieder aus. Und blenden es gleich wieder ein. Wir wollten mal beim Kundenzustand gucken. 8.400 US-Dollar. Gerade mehr diese Woche werden wir es nicht mehr schaffen. Vielleicht Ende nächster Woche mal einen Werkstatttermin machen, dass sie uns das olle 6-Gang-Getriebe hier ausbauen, dass wir mal ein schönes Eaton Fuller 13-Gang-Getriebe hier in unseren Freightliner FRB Low Cap einbauen können. Weil momentan, ihr seht schon, die Übersetzung ist extrem kurz. Ja, ich bin im höchsten Gang hier, sieht jetzt in der Realcam hier, 6. Gang ist drinnen, mehr haben wir nicht zur Verfügung. Und wir sind schon bei gut und gern 1700 Umdrehungen und schaffen gerade mal 50 Meilen pro Stunde. Jetzt will ja eine Fahrzeugüberprüfung hier, das kann jetzt nicht wahr sein. Zu allen Überfluss. Das vierte Häuschen scheint irgendwie leer zu sein, wie immer. Stopp hier. Dann stoppen wir hier. Jo, wiegen können wir uns hier, Pause machen können wir hier nicht. Oder doch? Was steht denn da vorne für ein Schild? Wir gucken mal, ob wir vielleicht gleich unsere Pause einlegen können. Wir mal einmal hier. So sieht es rumstehen. Parking, aber hier steht kein Schild von. Also, ja, gucken wir kurz auf die Karte. Ob man hier Pause machen können, müsste so ein kleines Symbol sein. Nee, ist es nicht. Eine Station weiter, wir probieren es einfach mal jetzt hier. Und fahren wir hier auf den Platz. Schauen wir, was uns hier erwartet. Müsste ja bald das Symbol kommen. Nee, kommt aber nicht. Nee, müssen wir hier blinken. Ach, wir blinken einfach mal. Oh, dann können wir halt keine Pause machen hier.
hier wiederum ist eine Möglichkeit, Pause zu machen. Wir sehen sie auf dem Symbol. Das ist das Bettchen-Symbol. Dann machen wir halt hier unsere Pause. Das war eine Waage, hätten sie sich hier rausziehen können zum Wiegen. Ja. Ach, naja, reden wir nicht drüber. Da drüben sind die Parkplätze, müssen wir an der Zapfsäule vorbeifahren. Aber wo Zapfsäule? Ach, wisst ihr was? Damit es nicht ganz so umsonst ist hier die ganze Geschichte. Tanken wir den Hobel gleich voll hier für 2,33 Dollar pro Gallone. Nicht, weil es jetzt unbedingt notwendig ist, sondern einfach nur halt, tja, weil es eben gerade anbietet. Platz 500 Dollar. So gefällt mir das. In der letzten Folge war das, glaube ich, wo wir abgeladen haben. Nanu. Auch schon hier auf der Kante von der Zapfsäule oder was? Ja, könnte sein. Als ob ich es geahnt hätte. Als ob ich es geahnt hätte. Steht er hier blöde rum oder was? Ein Ochse. Wir haben gar nichts gesehen im Spiegel und nichts. Aber wir haben keine Strafe gekriegt von wegen hier Unfall verursacht oder irgendwas. So ist es eben. Also ich sag's wie es ist, wir hätten da an der Situation mit dem Unfall jetzt nichts ändern können. Ich könnte es mir auch nochmal, oder ich werde es mir wahrscheinlich auch nochmal im Video angucken. Ob man was gesehen hat oder nicht. Vielleicht habe ich aber was übersehen, das will ich jetzt nicht ausschließen. Aber im Groben und Ganzen würde ich mal sagen, in Deutschland würde man jetzt sagen, Paragraph 1 gegenseitige Rücksichtnahme. Ich möchte gerne mal eine Pause machen. Was ist denn das jetzt hier für ein Gedöns, sag mal. Ach so, ja, weil ständig einen halben Meter zu weit vorne. Tch, stehst du halben Meter zu weit vorne, kannst keine Pause machen. Ne? Völlig klar. Das ist eben Truck Simulator. So. Neuer Tag, neues Glück, hoffentlich unfallfrei. Das geht mir so ab und gleich hat dieses blöde Ding hier immer. So, vermeiden unnützes Rückwärtsfahren. Der Übersicht halber vermeiden wir das.
Oder ist eine Gefahrenbremsung hin hier für uns? Ups. Nicht in die Ausfahrt fahren hier, wollen wir nicht. Huron ist nicht unser Ziel. Weiter geht uns sofort. Wir stehen hier mitten an der Standspur. Was soll denn der Bullshit? Das wird es in Europa nicht geben hier. Und zumindest nicht in Deutschland, hier bei den Südländern, die sind da sowieso ein bisschen schmerzfreier. Da stellen sich die Cops vielleicht einmal auf Standstreifen, aber hier in Deutschland gäbe es sowas nicht. Viel zu gefährlich. Hier sind wir schon bei Fresno. Da sind wir ja die letzten Folgen eigentlich immer mal abgefahren. Ne? Wenn wir in L.A. geladen haben, sind wir ja oft nach Fresno gefahren. Also von L.A. ging es immer so nach Fresno. Las Vegas vielleicht noch. Bakersfield, das waren so unsere großen Anlaufstellen. Jetzt natürlich mal den Punkt, den Skillpunkt, den Punkt in den Fähigkeiten, in den Fernverkehrs investiert haben, weil da öffnen sich schon neue Weiten. Da kann man auch mal mehr wie 52 Meilen fahren. In diesem Fall nicht viel mehr, sondern na gut, relativ, alles relativ, wie Einstein gesagt hat. 300 Meilen sind es ja jetzt bei uns. 550 Kilometer in etwa. Hab ich mal Daumen alles umgerechnet. Ne? Also ich seht ihr, ich habe keinen Taschenrechner oder irgendwas hier, weil wenn ich hier mal drauf klicke, der eine oder andere hat vielleicht schon mal mitgekriegt, wenn ich hier unten was mache, das seht ihr, glaube ich, gar nicht in der Realcam. Deswegen kann ich euch sagen, was ist, das ist meine Stoppuhr. Wer es nicht glaubt, ich kann es auch mal zeigen hier. So, das ist meine Stoppuhr. Das ist ungefähr, ungefähr Folgenlänge, nicht auf die Sekunde genau, aber so in groben, dass ich weiß, wo wir sind. Ansonsten habe ich hier keinen Taschenrechner, der ist umrechnet. Ich habe hier ein Blatt Papier hängen. Das seht ihr nicht, das ist so versteckt. Da habe ich mir so ein paar Werte aufgeschrieben, ein paar Umrechnungswerte für Gallonen, Meilen und Meilen pro Stunde. Und natürlich, hoppala, und natürlich fürs Gewicht, hier wird ja alles in Pounds angegeben. Ich rechne euch ja ganz gerne alles mal um hier in Tonnen. Wie gesagt, alles keine genauen Umrechnungen hier. Ich bin kein Theoretiker oder irgendwas. Ich bin auch ein Mann aus der Praxis. Mich interessiert das nicht, ob da auf dem Auflieger 5 Kilo mehr oder weniger sind. Das interessiert mich einfach nicht. Das spielt überhaupt keine Rolle. Wohl ungefähr wissen, wie viel Tonnage wir haben. Das reicht. Dass 40,000 Tonnen sind oder 39,920 oder 40,202 meine ich. 40,02, das ist absolut belanglos. Das ist die Interstate 580 hier, die regionale Interstate. Die ist ja lang, wir müssen ja schon da runterfahren.
Ja, unser Kunde erwartet die Lieferung sehr bald. Also das wenn du nur wiegen mussten und dann unseren Tankstopp kombiniert mit unserer Pause, sind wir zeitlich natürlich jetzt sehr einfach zugeraten, das ist völlig klar, kann ich nachvollziehen. Ja, das erste Mal in Oakland. Oakland Harbor. Ja, von rechts kann nichts kommen, da ist es dort zu. Theoretisch dürfte dann auch nichts von links nach rechts fahren wollen, weil, wie gesagt, sie ist dort zu. Oakland Harbor, hier war ich noch nie. Also das Oakland selbst wurde mir zwar auf der Karte angezeigt, als ob ich es aufgedeckt hätte, aber ich kann mich nicht entsinnen, dass ich hier schon mal gewesen sein sollte. So, links ist frei, rechts auch. Vorsichtig machen über der Schwelle hier. So, dann sag mir mal, wo willst du die Ladung stehen haben? Da hinten. Bestätigen, das kriegen wir doch hin. Ich hätte vielleicht schöner gefunden, wenn dieses Symbol, was da kam, erst hier bei der eigentlichen Einfahrt wäre. Das wäre bedeutend realistischer, wenn ich hier anhalten müsste und dann sagen sollte, was ich geladen habe, und die mir sagen, wo ich abladen sollte, und nicht da vorne schon. Wenn ich sowas schon mache, dann würde ich das doch aus Sicht vom Programmierer auch da machen, wo es mehr Sinn macht. Jetzt blinke ich hier schon, ich glaube nicht, dass es wirklich erforderlich ist. Ich mache es trotzdem. So, hier ist unser Ziel. Hier soll ich den Auflieger reinschieben und drehen wir hier mal eine Runde. Dass wir da schön über links hier reinschieben können. So, Track IR deaktivieren. So, das ist meine Maus. Da können wir noch einen kleinen Flusszug machen, glaube ich, dass wir vernünftig drin stehen. Wenn das Simulator sagt, das ist in Ordnung so. So. Schon besser aus. Bedeutend besser sieht das schon aus hier. Schön mittig.
einwandfrei. Paradebeispiel fürs Einparken. Hat mal gut geklappt. Ich klopfe mir mal selbst auf die Schulter. Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber wir machen es trotzdem. So, dann laden wir nochmal ab hier die ganze Schose hier. Haben sie wieder 4 Pickups. Ja, und rechnen wir auch nochmal um für euch. Wir waren zwar 300 Meilen so im Gedächtnis, es waren es 320. Wisst zwar nicht, dass ich mal Umwege gefahren bin, aber gut, okay, wir sind 320 Meilen gefahren. 320 Meilen, das entspricht in etwa 410, 420 Kilometer, so in etwa. Ganz grob über den Damm gepeilt. 61,6 Gallonen haben wir durchgejagt. Runden wir mal auf 60, 62 runter. Das sind so 240 Liter Dieselkraftstoff, den wir da jetzt verbraucht haben für die ganze Tour. Verdient haben wir ganz gut eigentlich, 765 US-Dollar, das ist schön, das freut mich, das ist sehr gut. Wenn ihr es auch sehr gut fandet, dann lasst mir doch ein Däumchen nach oben da, denn wir sind schon am Ende einer Folge. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ein Däumchen oben nach oben da bleibt. Wer mehr sehen will, kann auch gerne abonnieren. Wer irgendwas dazu zu sagen hat, Fragen hat oder irgendwas anderes Verbales loswerden möchte, kann gerne die Kommentare unter dem Video nutzen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Beziehungsweise morgen kommt ja der ETS 2. Da könnt ihr ja auch mal reingucken. Ist vielleicht auch schön für euch, wer sich für Trucking und sowas interessiert. Für Truck-Simulation, da ist dasselbe im europäischen Stil. Da fahren wir den Schubert Scania. Und ja, schaltet ein, seid dabei. Bis dahin, fahrt schön rechts. Grüßt die Leute, macht's gut. Ciao.